Ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Mit allem, was ich habe von Jodi L. Malpass gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Wie gerade schon gesagt, geht es um dieses Schätzchen hier Mit allem, was ich habe und ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Dieses Buch ist eine erotische Liebesgeschichte und es geht in diesem Buch um Camille und Camille oder Cammy, wie sie von ihren Freunden auch genannt wird, ist Model und Tochter eines reichen Geschäftsmannes. Und Camille hat ziemliche Probleme mit ihrem Vater. Sie muss sich ihm gegenüber immer ganz schön zur Wehr setzen, denn er möchte gern ihr Leben bestimmen. Auf der anderen Seite in dieser Geschichte haben wir Jake. Jake ist Bodyguard und arbeitet für eine Agentur und er ist Ex-Elite-Soldat und hat da noch ganz schön mit seiner Vergangenheit zu kämpfen. Und jetzt ist es so, dass Camille bedroht wird und da Camilles Vater natürlich Angst um sein Kind hat, tut er einen Bodyguard engagieren und das ist kein anderer als Jake. Und Jake hat eigentlich gar keinen Bock auf diesen Job, denn es bedeutet 24 Stunden rund um die Uhrbewachung und was er so über Camille im Internet gelesen hat, lässt ihn da nicht gerade Freudensprünge machen und er denkt sich so, boah, noch so eine eingebildete, reiche Kuh, auf gut Deutsch. Und ja, aber er merkt dann schon bei der ersten Begegnung, dass Camille ganz, ganz anders ist, wie er gedacht hat und dass man nicht immer alles glauben sollte, was im Internet steht. Und auch Camille ist von ihm ziemlich angetan, denn er ist ein sehr, sehr gut aussehender Mann und er ist groß und stark und ja, so wird Jake engagiert und soll Camille beschützen. Und was die beiden dann alles dort erleben und was mit den beiden noch alles passiert, das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Zur Handlung kann ich nur sagen, dass die Handlung mir am Anfang richtig gut gefallen hat. Ich fand den Verlauf der Geschichte ganz gut und ja, ich mochte, wie das Ganze abgehandelt wurde. Aber leider kam ich dann irgendwann an einen Punkt in der Geschichte, wo alles sehr, sehr vorhersehbar war, wo nichts Überraschendes mehr kam. Wo dann einfach die Handlung so 0815 wurde und so wurde, wie man es schon tausendmal in anderen Büchern gelesen hat. Und das fand ich sehr, sehr schade, denn dieses Buch hat wirklich richtig gut angefangen. Also so bis zur Hälfte ungefähr fand ich es richtig gut und dann ließ das einfach nach. Ich weiß nicht warum. Die Handlung ließ einfach nach. Sie wurde einfach extrem langweilig und wie gesagt, man hat das komplett vorhersehen können, was dort alles passiert ist. Es war einfach nichts Überraschendes mehr in der Geschichte und wie gesagt, es war dann halt alles so ein bisschen so, naja, 0815 ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es war halt alles sehr standardisiert, so vom Ablauf her und von der Abhandlung her. Und das fand ich sehr, sehr schade, denn das hat für mich das Buch zum Ende hin wirklich kaputt gemacht. Und ich war dann auch am Ende echt genervt beim Lesen, weil ich mir dann dachte so, ja komm, ja, haus nächste Klischee raus. Ja, dass das jetzt noch kommt, ist ja so klar. Ja, bitte. Und das hat mich echt genervt beim Lesen und ja, fand ich sehr, sehr schade. Zu den Charakteren kann ich ja sagen, dass mir unsere beiden Hauptcharaktere in diesem Buch sehr, sehr gut gefallen haben. Ich fand, sie waren sehr, sehr sympathisch, sie haben die Geschichte gut getragen und auch die Nebencharaktere, die in diesem Buch drin vorgekommen sind, war vollkommen okay. Und ja, jeder hat quasi seine Rollen gespielt und das hat auch alles super zusammengepasst. Und ja, bei den Charakteren kann ich eigentlich nicht viel meckern. Was ich vielleicht bei der Handlung noch sagen könnte, ist, dass es mich gestört hat, dass die sich 3 Tage kannten und ja, sie ist so ganz anders, als ich sie eingeschätzt habe. Sie ist so wundervoll, sie ist so wunderbar, sie ist so ein starker Mensch und sie kämpft für ihr Leben und sie kämpft für das, was sie erreichen möchte. Und sie auf der anderen Seite, ach, er ist so ein schöner Mann und oh, ich möchte ihn retten und ah, das ging mir einfach zu schnell. Was war das denn bitte? Die kennen sich 3 Tage und tun so, als würden sie sich schon, keine Ahnung, Jahre kennen und da habe ich echt bei der Handlung gedacht, so what the f... Was soll das? Und das ging mir auch ein bisschen auf die Nerven in diesem Buch. Dieses ganze, ja, ich möchte dich retten und ich kenne dich und niemand kennt dich so gut wie ich und ich bin dein und du bist mein und ja. Es hat mich beim Lesen auf jeden Fall sehr, sehr genervt, dieses offensichtliche Angeschmachte der beiden und dieses, ich will dich retten und die kennen sich 3 Tage und ah, das ist... Das ist auch mit dieser Anziehungskraft, was in diesem Buch drin ist, das ist wieder so übertrieben, ne? Also das ist auch wieder fernab jeder Realität. Ich meine, es mag zwar so eine gewisse Anziehungskraft bei bestimmten Menschen geben, wenn die Chemie einfach passt, aber so wie das in diesem Buch dargestellt wurde, das war einfach zu viel und zu unglaubwürdig für mich und ja, das hat das Buch auch für mich ein bisschen kaputt gemacht, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn wie gesagt, die Erotik in diesem Buch nimmt dann ab der Hälfte auch wirklich schlagartig zu. Also bis zur Hälfte ist das alles in Ordnung und man hat hier nur so Andeutungen und alles ist gut und dann ab der Hälfte,
ja, überlagert das dann noch irgendwie die Geschichte und das fand ich auch ein bisschen schade. So wie zur Handlung und den Charakteren, kommen wir als nächstes mal zu dem Setting. Dieses Buch spielt in London, was ich sehr, sehr gut finde. Ich liebe London und am Anfang, wo allein da schon stand, dass sie mit ihrer Freundin ins Café Nero geht, dachte ich mir so, oh, Café Nero, ich liebe das Café Nero, das ist so, so toll. Da gibt es einen Pfefferminz-Milchshake, der ist so geil. Und ja, es konnte das auf jeden Fall also nachvollziehen und konnte mich da gut in sie hineinversetzen, was das Setting betraf, denn ich liebe London. London ist eine wahnsinnig tolle Stadt und jeder sollte mal nach London fahren und sich die Stadt angucken. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Und ja, auf jeden Fall fand ich das Setting richtig gut. Ich konnte mir die Orte gut vorstellen. Ich konnte mir die Szenen auch, wo die interagiert haben, die Charaktere richtig gut vorstellen. Das mochte ich auch total. Also vom Setting her habe ich hier wirklich nichts zu meckern. Was den Schreibstil betraf, war er so ein typischer Liebesroman-Schreibstil. Er war ein bisschen romantisch und er war halt sehr schlicht und einfach. Er war jetzt nicht kompliziert oder es waren jetzt keine komplizierten Metaphern in diesem Buch drin, die man nicht versteht oder irgendwelche Phrasen oder irgendwas. Also es war ein schöner, lockerer, leichter Schreibstil auch. Und wie gesagt, ein bisschen romantisch auch und zum Ende hin dann auch ein bisschen Action geladen. Aber ja, leider hat die Handlung für mich am Ende nicht mehr gepasst, weswegen mich das Buch zum Ende hin wirklich nur noch genervt hat und die Geschichte leider für mich ein bisschen kaputt gemacht hat. Mein Fazit zu mit allem, was ich habe, ist, dass es eine erotische Liebesgeschichte ist, die wirklich super gut begonnen hat und die mir am Anfang auch richtig viel Spaß gemacht hat beim Lesen, dann aber wirklich, wie gesagt, ab der Hälfte dann einfach abgesackt ist und die Geschichte ist irgendwie wirklich so typischer Standard geworden und hat leider keine Überraschungen mehr bereitgehalten und wurde dann, wie gesagt, für mich auch ein bisschen nervig, was dieses ganze Angeschmachte betraf und dieses ganze Übertriebene. Ja, das war dann am Ende einfach nicht mehr meins und das hat die Geschichte für mich am Ende wirklich kaputt gemacht, wo ich sage, das war einfach dann nicht mehr mein Fall. Und ja, wer aber Bock auf erotische Liebesgeschichten hat, wer gerne Geschichten liest, die seicht sind, wo man einfach abspannen kann, wo man einfach nicht drüber nachdenken muss, der sollte sich mit allem, was ich habe, auf jeden Fall mal angucken. Wie gesagt, mein Fall war es jetzt zum Ende hin leider nicht mehr, denn wie gesagt, für mich fiel das Ganze dann ab der Hälfte so ab. Aber das Buch ist eine schlichte, schöne, erotische Liebesgeschichte im Großen und Ganzen. Aber es ist halt nichts Besonderes und es ist halt nichts, was aus der Masse hinaussticht. Was ich ein bisschen schade finde, denn wie gesagt, der Anfang war wirklich richtig, richtig gut. Und was ich zum Cover noch sagen kann, ist, dass das Cover hier richtig, richtig gut zur Geschichte passt. Denn das Cover zeigt eine Schlüsselszene aus diesem Buch. Und wenn ihr neugierig auf das Buch seid und gerne solche Geschichten lest, schaut es euch auf jeden Fall. Ich konnte es jetzt, wie gesagt, leider nicht 100% überzeugen, was ich ein bisschen schade fand. Aber naja, gut, so ist das halt manchmal. Es kann einem ja nicht immer alles 1000% gut gefallen. Das war meine kurze Buchvorstellung zu mit allem, was ich habe. Wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung wie immer gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.